Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Chapter 1, glaube ich, heißt es so? Ich denke schon, ja. So, wir sind beim letzten Mal vom Friedhof gekommen und sind jetzt in die Open World gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt auch echt eine längere Aufnahmepause gehabt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Das ist jetzt schon, für euch ist es jetzt wahrscheinlich nur ein Tag vergangen. Für mich sind es jetzt, glaube ich, knapp 4 Wochen. Oder 3 Wochen, irgendwie so. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wo laufe ich hier eigentlich hin? Eigentlich wollte ich auf der Straße bleiben. So, ich guck mal auf die Karte. Was haben wir denn? Gedankenspiele, Fallmappe, Mutterliebe? Werner Vogels, ja genau, da war was gewesen. Vogels Geschichte, genau, den haben wir ja kennengelernt auf dem Friedhof. Ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen. Genau, wir müssen auf der Karte gucken. So, er erzählte außerdem, dass die Polizei im Todesfall meiner Mutter ermittelt hatte. Ich habe zwar meine Zweifel, sollte aber, oder beziehungsweise aber, wenn da das wahr sein sollte, müsste es im Polizeiarchiv Aufzeichnungen darüber geben. Vor 10 Jahren lebten wir in Grandstray. Damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Also Grandstray, ja? Das ist da unten. Das heißt, wir müssen da unten hin. Da, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu dem Reisepunkt hier, genau. Zu dem Schnellreisepunkt. Das kenne ich ja noch von Sinking City. Auch ein großartiges Spiel. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. So. Ist das hier ein Schnellreisepunkt? Ja, ne? Nee. Huch. Wie ging das nochmal? Glaube, da würde ich gerne hin. Schnellreise. Space gedrückt halten, genau. Schwupps. So. Und da sind wir auch schon. Neuen Ort. Zeitungsstand. Hallo, guten Tag. Now what you've done. Criminal Luca Galici, posing as a medium, confessed the strangulation of a noblewoman. Interested in some Cordona news? Ja, ein wenig. So, Luca, was haben Sie getan? Das war ja unser erster Fall. Komm, wir kaufen mal. Wir haben 80 M. 80 Meld. So, ich kaufe mal die Zeitung. Check the front page. You won't regret it. Auf die erste Seite. Ja, wo haben wir diese Seite jetzt? Haben wir die im Inventar? Iva Inventar, denke ich mal, ne? Uns Tagebuch. Konsequenzen. Luca, was haben Sie getan? Einer am Okkulten interessierten Frau wurde bei einer Seance tiefe Einblicke zuteil, als sie es sich wahrscheinlich selbst gewünscht hatte. Sie erlebte ihren eigenen Tod. Das berühmte Medium Luca Galici wurde am El Palazzo dell'Uso von der Polizei festgenommen, nachdem er voller Reue den Mord an der Adligen gestanden hatte. Erstaunlicherweise waren die Ermittlungen nicht von der Polizei, sondern von einem anderen Hotelgast namens Sherlock Holmes in die Wege geleitet worden. Der für die Leitung der Ermittlungen zuständige Officer sagte, dass das Verbrechen wohl die Folge eines Diebstahls während Mrs. Galacias Seance gewesen war. Wie der Cordona Chronicles aus ungenannten Quellen erfuhr, soll Mr. Galacia bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein und dürfte nur mit schwerwiegenden Konsequenzen für sein letztes Verbrechen zu rechnen haben. Ah, hier landen dann also quasi die Konsequenzen. Das ist eine Konsequenz von uns. Ja, habe ich gelesen. So. Das hat jetzt also Konsequenzen. Das ist natürlich ganz toll. Da oben waren wir gewesen. So, oh mein Gott, wie schön das ist. Das ist ja toll. Und die Musik dabei. Oh, hier könnte ich mir vorstellen, Urlaub zu machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist echt schön hier, ne? Junger Mann. So, wir müssen zum... es ruckelt ein bisschen, ne? Wir müssen zum Polizeiarchiv. Das Polizeiarchiv ist wo? Was ist das hier? Plazo dell'Uso, da waren wir. Das ist das Hotel. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal die Stadt erkunden, ne? Weil wir haben jetzt kein... Das, was ist das? Das steht nicht, ne? Achso, Händlergasse. Aber wo ist das Polizeiarchiv? Da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir das finden.
Da müssen wir jetzt so ein bisschen die Stadt erkunden. So, was haben wir hier? Pharmazie. Okay, hier ist also eine Apotheke. Können wir da auch rein? Die Apotheke ist sehr... Oder ist das die Apotheke hier? Das sieht mir nicht nach einer Apotheke aus. Das sieht mir aus wie ein normaler Laden. Aber wo ist... Gut, vielleicht ist die Apotheke pleite gegangen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. I don't know. So. Und das Polizeiarchiv. Wir gucken mal. Wir werden es bestimmt schon finden. Tolle Details, muss ich sagen. Ich wünsche, man könnte laufen und nicht, dass er die ganze Zeit rennt. Er schleppt einfach mal einen Teppich. Natürlich. Klar, Mr. Teppichmann. Hallo. Was? Was? So. Oh, Entschuldigung. Das könnte was sein. Ich guck mal. Nein. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier liegt ein Ball. Kann ich aber nichts mitmachen. So, wo haben wir denn hier? Wo könnte denn ein Polizeiarchiv sein? Wir sind ja immer noch in, genau, Grand Zaray. Die Frage ist, wo ist das Polizeiarchiv? Ich würde erwetten, dass das hier ist. Da glaube ich, weiß nicht, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal hier oben hoch. Stand denn, warte mal, stand denn irgendwie... Vor 10 Jahren leben wir in Grenzen, Eingrenzen. Okay. Was bedeutet nochmal das Buch? Das mit dem Kompass war klar. Das ist die Karte, aber das Buch. Ich muss mal einmal kurz gucken, Spielgrundlagen. Was bedeutet das Buch? Das Buch bedeutet in einem Archiv nachforschen. Okay, alles klar. Also so wie bei Sinking City, alles klar. Gut, dann gucken wir mal. Wir müssen erkunden. Sehr lebhaft hier alles. Schöne Flaggen. Wo könnte das Archiv sein? Guten Tag. Mr. Gentleman. So, da. So, jetzt mal gucken. Wo könnte das sein? Da, was ist hier? Hallo, guten Tag. Hier kommen wir nicht rein. Okay, alles klar. Geht's da oben noch? Ja, da geht's noch weiter, ne? Okay, ich würde mal hier rechts die Straße einfach mal weitergehen. Und mal gucken, ob wir da was finden. Rennen war ja so, ne? Okay, alles klar. Ja, laufen wäre noch schön. Ich weiß nicht, ob es Laufen gibt als Funktion. Bleib mal hier. Wenn man noch Leute befragen könnte, das wäre noch witzig. Wenn die noch so... Wenn man jetzt zum Beispiel hier die... Tante ansprechen könnte, so sagen könnte, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das Polizeirevier ist? Und sie sagt so, ja, Sie müssen die Straße nach da und da gehen und in der Straße so und so finden Sie das dann. Und dann guckst du nochmal auf der Karte, wo die Straße ist und so. Das wäre natürlich auch ganz cool. So, jetzt mal gucken. Das sieht aus wie ein Archiv, oder? Ich weiß es nicht. Was? Das ist ein Casino. Das ist kein Archiv. Oh, wir kommen also ins Casino. Das wird bestimmt noch spannend. So, die Frage ist jetzt halt... Wo finden wir? Ich gucke mal eben auf der Karte. Wir sind immer noch da, ne? Das Polizeiarchiv. Was ist hier? Okay. Von Cordona? Haben wir denn Polizeiarchiv? Ne, wir haben hier keins, ne? Zeitungsstand? Weil hier schon so aufgedeckte Sachen sind. Ich meine, ich könnte da mal hinreisen, um zu gucken, ob das das ist. Aber dürfte meine Suche angrenzen. Das heißt ja, dass es eigentlich hier wäre. Was? Wie haben wir ihn nochmal genannt? Teleport Bill? Nee. Teleport John? Weiß gar nicht. Ist das ein Archiv hier? Hallo? Nein. So, ich gehe mal hier gucken. Hier kommen wir auch nicht rein, nein. Ich denke, das wird ja auch auf der Karte, glaube ich, auch dann markiert werden, sobald man in der Nähe ist. Also hoffe ich mal, denke ich. Auf der Suche nach dem Archiv. Das ist eine Kirche. Entschuldigen, Officers, wo finde ich denn das Archiv? Kann ich eigentlich mit denen quatschen? Nee, ne, oder?
Abtei von Cordona. Oh, okay. Neuer Ort hinzugefügt. Da die Kirche. Alles klar. Okay. Gut. Haben wir das also auch. Oh, sind das Orangen? Sollen das Orangen sein? Oh, so eine leckere Orange vom Baum pflücken. Mmh. Mega lecker. Wir erkunden einfach mal. Wir werden bestimmt irgendwie was finden. Ich guck mal hier. Weil anscheinend wird das hier auf der Karte dann markiert. Sobald man in der Nähe von etwas ist. Ah, hier ist ein Schnellreisepunkt. Alles klar. Das ist er hier, glaube ich. Mit der Rikscha. Jo. Okay, hier ist die Grenze. Hier brauchen wir nicht gucken. Da geht es schon zum weiteren Gebiet. Das heißt, es muss hier... Oh, Entschuldigung. Das muss hier irgendwo sein. So, great to see you. Yes, yes, of course. Yes, yes. I'm Sherlock. Sherlock Holmes. So, oh, ein Zeppelin da hinten. Das ist ja schön. So, komme ich hier? Nein, okay. Hä, warum ist das Dach kaputt? Hat das einen Grund? Das hat bestimmt einen Grund. So, alles hat seinen Grund. Ah, die Musik, voll schön. So, dann wandern wir mal weiter. Oh, wie schön das hier ist. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen abschalten bei dem Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich in den ersten Folgen erzählt habe. Es ist jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde auf YouTube. Das kann ich nicht versprechen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Folgen machen. Ein bisschen spielen und gucken. Weil ich finde es echt großartig. Vielleicht werde ich im Stream auch mal zeigen. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Der Mann mit dem Teppich, der läuft da überall rum. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob ich es durchspielen werde. Wir werden es sehen, mal schauen. Gucken wir mal. Ist das die Kirche? Was ist das hier? Hallo? Okay, kommen wir nicht rein. E ist Kamera, ne? Oh. Ich habe einfach mal den Eingang gefilmt. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da am Rand. Okay, das heißt, dann gehen wir mal ruhig rüber nach links. Hier irgendwo. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Wir werden bestimmt fündig. Um zurückzukommen, nein, wie gesagt, also durchspielen werde ich es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, zu lang, weil, das könnte ein Archiv sein, weil, weil man einfach zu viel zu tun hat. Und ich habe ja gesagt, die ganzen Open-World-Spiele und so, Theater. Neuer Fall, sein oder nicht sein. Okay, wir haben einen neuen Fall. Oh, das ist eine Nebenquest, glaube ich. John fiel ein Plakat an der Museum des Legacy Theater in Scaladio zwischen der Bonaparte Street und der Juliana Street auf. Okay. Was war das Zahnrädchen? Ich muss mal schnell gucken. Entschuldigung. Nutzen für Gegenstand finden. Okay. Ja gut, gucken wir mal. Wann wir die Nebenquest machen, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich würde jetzt gerne erstmal das Polizeidings finden, das Archiv. Das wäre jetzt vielleicht erstmal... Ach, wir sind schon im anderen Gebiet. Wollte ich gar nicht. Aha. Oh, Entschuldigung. Ja, wir sollten ja einfach mal runterlaufen. Man rutscht aber auch schnell in die Gebiete. Also ich finde es großartig, dass es so riesig und open-worldig ist. Bei Sinking City war das ja auch so, aber da hat man halt... Ist mal mit dem Boot rumgefahren, was auch cool war. Teilweise auch gelaufen. Teilweise aber auch mit dem Boot gefahren. So, ich gucke mal auf der Karte. Jetzt würde ich mal hier links runtergehen. So. Aber vielleicht müssen wir auch ins Polizeiarchiv einfach in der Hauptstadt oben oder so. Keine Ahnung. Kann natürlich gut sein. Aber wenn er explizit dieser Ort... Hä? Wenn er explizit dieser Ort steht... Gehe ich ganz stark von aus, dass es eigentlich sein sollte. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind da. Okay. Hier unten waren wir auch noch nicht, ne? Ich gehe mal runter weiter. War die Richtung, ne? Nee. Richtung Süden müssen wir. Da die Richtung, okay. Das heißt, ich gehe hier mal rum nach links.
Wie gruselig. Was hat denn da eine Puppe zu suchen? Das ist ja furchtbar. Das ist, glaube ich, kein Archiv. Das würde, glaube ich, markiert werden, ne? Kommen wir denn jetzt rüber? Ich glaube, da sind... Noch ein Schnellreisepunkt. Jetzt geht's aber los hier. So, ich gehe mal hier gucken. Alte Ruine, neuer Ort entdeckt. Okay. Krass. Wir entdecken alles, nur nicht das Polizeirevier. Ich würde einfach mal... Wisst ihr, was wir machen? Wir reisen einfach mal zu einem anderen Polizeirevier und gucken da mal, ob wir da was finden. Vielleicht ist es auch damit gemeint, ich bin mir nicht sicher. Boah, wie schön das hier ist. Ist schon cool. Muss man einfach sagen. So, pass auf. Ich gehe mal zum Schnellreiseort. Kostet ja, glaube ich, nichts, ne? Also ich hoffe, dass es nichts kostet. So, guten Tag, junger Mann. Ich würde gerne einmal bitte... Da ist das Polizeirevier und dahin einmal bitte. So. So, da trinke ich nochmal eben schnell ein Schlückchen. So, lecker, ein Kaffee. Mmh, lecker, 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 lecker. So, wir müssen nach oben, nach Norden. Also in die Richtung, ne? Jo. Okay. Gut, dann gehen wir mal gucken. So lernen wir die Stadt auch mal ein bisschen kennen. Ob der Zeppelin auch eine Bedeutung hat für die Story? Also ob da irgendwie auch eine Quest gibt oder eine Mission? Barbarei. Hier ist ein Friseur. Das ist ja toll. So, wir müssen weiter nach Norden. Da. Schon schön. Ach, der Mann mit dem Teppich wieder. Hallo, guten Tag. Sagen Sie mal, wie viele Teppiche hier kaufen Sie eigentlich? Olio Olivia. Aha. So, guten Tag. Oh, hier der Marktplatz. Oh, das ist ja toll. Hä, wie cool. Das ist ja mega. Voll cool. So, wo müssen wir hin? Wir müssen, okay. Jetzt hier links bis zum Ende der abknickenden Straße und dann rechts hoch. Okay, wir gehen mal hier lang. Wir schauen mal. Wir werden das finden. Weil das Polizeirevier ist ja schon da und wir waren ja da noch nicht. Deswegen, vielleicht ist es auch das, wo wir hin müssen. So, das ist die abknickende Straße und da müssten wir jetzt, glaube ich, rechts, da müssen wir es, glaube ich, schon finden. Weil andere Gebäude wären ja auf einmal einfach markiert in gelb. Also ich gehe davon aus, dass es nur das Polizeirevier gibt. Entschuldigung. So, warte, ich gucke. Ja, das müsste das sein, das Polizeiarchiv. Das sieht auch eher aus wie ein Archiv. So. Guten Tag. Dann wollen wir mal. Hallo, schönen guten Tag. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Hey, warum? Was? Wie ist das passiert? What happened exactly? A tailoress from Scalardio has been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Kann ich helfen? Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck.